Hallo meine Lieben, heute machen wir ein echtes HIIT-Workout. Was heißt es genau? Ein echtes HIIT-Workout ist so gedacht, man soll bei dem hochintensiven Intervalltraining während den Workzeiten seinen Puls wirklich fast auf maximal hochkriegen und in den Pausen sollte man sich auch ein bisschen erholen. Das heißt nicht, dass ihr in den Ruhepuls zurückkehrt, sondern einfach den Puls ein bisschen runterkommen lassen könnt, sodass es mehr so im Cardio-Bereich sich bewegt. Ich werde das Ganze mittracken mit meiner Samsung Galaxy Watch Active 2 und werde auch mal gucken, dass wir uns wieder alle ein bisschen runterholen von den Workzeiten. Das heißt, ihr könnt vor allen Dingen bei unseren 30 Sekunden langen Worktimes maximal auspowern und dann auch wieder runterkommen. Okay, wir haben unsere 40-sekündige Pause als erstes und dann starten wir schon mit der ersten Übung. Unsere erste Übung sind 5 Low-Hampelmänner, gefolgt von einem Tuck-Jump. Ich habe jetzt schon meine Samsung-Uhr gestartet. Ich nehme da immer sehr, sehr gerne bei meinen Workouts anderes Workout, heißt die Einstellung. Und ich sehe schon, mein Puls ist schon über 100. Das liegt daran, dass ich mich auch gut aufgewärmt habe. Also immer, besonders bei so explosiven Workouts, gleich gut aufwärmen. Und diese Zeit auf jeden Fall nicht sparen. Und dann fangen wir an mit 5 Low-Hampelmännern. Los geht's. 1, 2, 3, 4 und 5. Und der Tuck-Jump. Und wieder von vorne. 1. Nur 30 Sekunden. 3, 4, 5. Und der Tuck-Jump. Schön hoch. Ihr wisst auf jeden Fall, ihr habt danach eure kurze Erholung. Also könnt ihr alles geben. 1, 5 Sekunden und Tuck Jump. Wir haben 40 Sekunden Pause und der Puls geht auf jeden Fall schon gut hoch. Aber keine Angst, durch das Workout hindurch wird der Puls immer mehr steigen und dann auch immer weniger runterkommen. Ist ganz normal. Nächste Übung, Mountain Climbers, 5 Stück. Dann drehen wir uns einmal runter zu Boden kommen. Wir machen 2 Crunches und drehen uns wieder zurück. 15 Sekunden. Mein Puls ist schon mal 150. 10 Sekunden. Kommt schon mal runter. 5 Mountain Climbers. Mit 2 Crunches. 1, 2, 3, 4, 5. Runterlassen. Drehen. 1, 2. Wieder zurück. Hochdrücken. 5. Und das Ganze so schnell ihr könnt. 1, 2, zurück. 1, 2, 5. Pause. Nächste Übung. Sprinter Jumps. Nicht vergessen, wir wechseln unsere Beine ab. Und natürlich so schnell wie möglich runtergreifen, Rücken gerade halten, wenn ihr runtergreift. Und dann geht es wieder um Geschwindigkeit. Wir gucken auf unseren Puls. Noch bei 150. Ich glaube, da geht noch mehr. 20 Sekunden. Schaut wirklich drauf, wenn ihr eine Uhr habt, wie der Puls langsam runtergeht. Erholt euch. Natürlich, Erholung geht irgendwann gar nicht mehr. Und bereit machen. 5 Sekunden. 5 Sekunden gehen schnell rum. Runter, hoch, wechsel, hoch. Immer bis zum Boden fassen und dann der Wechsel der Beine. Rücken gerade, auch wenn es anstrengender ist. Der Oberkörper kommt vor. Wir haben noch 5 Sekunden, bis ans Limit gehen. Pause. Nächste Übung. Wir haben unsere Push-Ups. Einen Push-Up. Danach machen wir 2-mal Jump-Ins. Schön reinspringen, die Plank rausspringen und dann wieder den Push-Up. Auch sehr, sehr gerne über die Knie. 173. Seid ihr mit mir? Es kommt auch schon langsam wieder runter. Bei 165 bin ich. 10 Sekunden. Manchmal ist erst in der Pause intensiv. Push-up. 1, 2, Push-up. 1, 2,
Push-Up. Immer schön weit vorspringen und zurück. Wir haben noch ein paar Sekunden, haben wir noch. Jetzt kommt eine große Kombi. Wir machen die Big Jumps, einen Burpee und dann statt einem Hochsprung machen wir gleich den Surfer Turn. Ich hoffe, ihr habt eine gute Matte, weil die hier muss jetzt halten. Nicht, dass ihr durch den Raum fliegt. Macht sonst lieber ohne Matte. Atmen. Zehn Sekunden. Und dann haben wir die ersten fünf Übungen durch und machen das Ganze nochmal. Ja, nochmal. Big Jump aus der Hüfte. Burpee. Runter, hoch und der Wechsel. Big Jump, Burpee. Runter, andere Seite, Wechsel. Aus der Hüfte vor. Und immer mal in die andere Richtung springen. Pause. Wir fangen wieder von vorne an. Kurzer Blick auf die Uhr. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was war euer höchster Puls. Also meiner ist bis jetzt 175. Und dann fangen wir wieder an mit den Low-Humpel-Männern. Fünf Stück und einem Tuck-Jump. Bereit machen, atmen. Verzögerter, hoher Puls. Bewusst, Fokus, nichts machen. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und der Tuck-Jump. So hoch ihr könnt. Vier, fünf, Tuck. Vier und der fünfte. Hopp. Wir haben noch fünf Sekunden. Dann habt ihr diese Übung für heute. Fünf. Tuck. Atmen. Nächste Übung. Unsere fünf Mountain Climbers mit unseren zwei Crunches. Es ist übrigens nicht unbedingt so wichtig, wie hoch euer Puls kommt. Da gibt es individuelle Grenzen. Fitness sagt vor allen Dingen aus, wie schnell ist der Puls wieder unten. Nach dem Workout gerne mal gucken, wie lange braucht er, bis er wieder in diesen Ruhebereich zurückkehrt. Meiner war auf jeden Fall jetzt mal bei 185. Das ist schon sehr, sehr hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, runter. Roll. Eins, zwei, runter, zurück. Und diese Rolle ist auch wichtig. Diese Rolle macht auch Anstrengung. Das Hochdrücken ist quasi ein Push-Up. Fünf. Und die Geschwindigkeit. Fünf. Und jeder hat so ein bisschen seine härteste Übung. Manchmal ist es auch so, man denkt, das ist die härteste, aber der Puls sagt einem was anderes. Als nächstes unsere Sprinter-Jumps. Abwechselnd. Und man denkt oft, Hampelmänner oder so, die schaffen den Puls nicht so, aber die schaffen den Puls immens. Das Hoch und Runter, das ist anstrengend für den Körper. Und da muss man erstmal sich können, ans Limit schieben. 9 Sekunden. Und sonst ein Sprinter. Los geht's. Runter. Sprint. 1, 2, 3. Immer so schnell es geht, wieder runter. Rücken gerade, Schritt nach hinten, hoch. Und den Jump. Jump. Ihr fasst den ganzen Weg bis zum Boden. Wir machen keine halben Sachen. Das ist kein Tanzworkout. Wir gehen runter und hoch. Runter, hoch. Ganze Handfläche zu Boden.
Push-Ups mit unseren 2 Jump-Ins. Die sind auf jeden Fall hart. Da können wir auf jeden Fall schon mal runtergehen und uns langsam fokussieren. 180. Es kommt aber immer noch mal runter. Der Push-Up, sehr, sehr gerne auch über die Knie. Ihr könnt auch eine wellenförmige Bewegung machen. Es geht jetzt um die Kombination aus Muskel, Kraft, Ausdauer. Richtig schön. 160, 60er Puls. 5 Sekunden. Bereit machen. Und 1, 2, Push-Up. 1, 2, schön vorspringen und zurück. Nicht nur so kleine Sprünge, versucht so weit ihr könnt nach vorne zurück. Nach vorne zurück. Es sind nur 30 Sekunden. Ellbogen leicht nach hinten gezeigt. Und wir sind schon bei unserer letzten Übung. Unsere Big Jumps mit den Burpees, mit den Surf Returns. 30 Sekunden. Kraftmäßig war gerade meine schwerste Übung, aber mein Puls sagt mir bei 145, das geht nicht so doll auf die Pumpe. Aber jetzt gleich werde ich merken, es geht höher. 10 Sekunden. Bereit machen, ohne Matte, wenn sie zu sehr rutscht. Also Bodykiss-Matte. Und los. Burpee. Hoch. Wechsel. Und so schnell wir können. 2 haben wir. 3. 4. 5. 6. 7. Sehr schön. Jeder macht mal nochmal einen Time-Check. Der Puls. Ihr könnt mal kurz durchatmen, ruhig die Uhr anlassen und mal gucken, wie der Puls sich jetzt am Ende verhält. Gerne noch ein Cool-Down. Ein bisschen auf der Stelle joggen, ein bisschen dehnen aktiv. Und dann habt ihr es sehr, sehr schön gemacht. Ich hoffe, das echte High. Und dann sehen wir uns beim nächsten Workout. Tschüss.